Dekadente Dachzelte, geniale Gadgets und unzählige Urlaubsziele, während es die einen in die Ferne zieht? Ja, also wenn wir schauen, wir tendieren für Afrika gerade. Afrika und Asien. Und eine Kreuzfahrt wollen wir noch machen. Ja, genau. Ja. Reisen die anderen ganz? Ja, spontan. Schauen wir mal. Wir sind auf der CMT in Stuttgart, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit. Besonders stark vertreten die Camping-Community. Von minimalistischen Single-Wohnwägen bis zum glamourösen Trailer gibt's hier alles, was das Abenteurerherz begehrt. Besonders hoch im Kurs Dachzelte. Und auch die gibt's in allen Größen und Formen. Die Dachzelt-Community in Deutschland, die sich selbst auch Dachzeltnomaden oder Obenschläfer nennen, ist seit Corona gewachsen. Wer noch kein eigenes hat, darf hier natürlich erstmal Probe liegen, wie Sabine und Dieter aus Pforzheim. Wenn man nicht die Katze im Sack kaufen möchte, ja. Erstmal ausprobieren und wenn es zusagt, dann gerne ja. Es ist reichlich Platz hier oben. Auch Susanne aus Bad Wildbad ist auf der Suche nach einem Dachzelt, allerdings für ihre Tochter. Die Zelte gibt es an diesem Stand sogar als aufblasbares Modell, das in unter 30 Sekunden steht. Also ich persönlich fand es jetzt eigentlich sehr interessant. Es ist ja wie so eine kleine Wohnung eigentlich. Am gleichen Stand finden wir noch eine Neuheit für die bodenständigeren Campingfans. Einen Anhänger, der 29 Kilo wiegt, wo man aber auch drin schlafen kann, wo man auch stehen kann und wo man CO2-neutral reist. Der Fahrradwohnwagen für 3.300 Euro bietet nicht nur Platz für zwei Personen und 120 Liter Stauraum, sondern ist auch in 10 Minuten bezugsfertig. Man spart natürlich dann auch Kosten während der Reise, weil du Campingplatzgebühren zahlst statt Hotelzimmer und du bist sehr unabhängig. Wer es dagegen etwas größer mag, muss liquider sein, bekommt bei diesem Koloss aber für rund 700.000 Euro auch mehr Luxus. Autogarage und Hotelsuite-Ausstattung inklusive. Kurz gesagt. Das Hotel auf Rädern, die 7 Sterne auf Rädern. Na klar, das ist die oberste Schublade im Campingbereich. Im Clamping heißt es ja neudeutsch. Wer sich dieses oder auch eine etwas abgespecktere Variante eines Wohnmobils zulegen möchte, der muss allerdings eine lange Wartezeit von bis zu 2 Jahren einplanen. Lieferkettenengpässe und steigende Preise stellen eine Herausforderung für die gesamte Campingbranche dar. Wer sein Gefährt dann endlich hat, für den bietet die Messe auch viele Gadgets, wie diesen Hocker, der sich mit wenigen Handgriffen in eine voll funktionsfähige Miniküche verwandelt. Dekorative Mülltrennsysteme oder einen Reisesessel, der zwar viel Luft, aber wenig Puste benötigt. Abseits vom Urlaubsspaß bietet die CNT aber auch ganz neue Zukunftskonzepte, wie diesen Van, in dem Home und Mobile Office miteinander verschmelzen. Aber wo soll's bei der Riesenauswahl an Zielen denn jetzt eigentlich hingehen? Laut der Liste 52 Places to Go der New York Times zählen zu den spannendsten Reisezielen 2023 Europa mit 16 Orten und London auf Platz 1 sowie die USA mit 12 Zielen wie dem Monument Valley. Trotz Problemen in der Branche durch Klimawandel und Overtourism zieht es die meisten in die Ferne, so wie Martin, der aber für dieses Jahr schon seine zweite Fernreise nach Corona geplant hat. Gebucht ist die USA im April, Las Vegas und dann noch eine kleine Tour im Süden. Ja, und hier habe ich jetzt Inspiration geholt, nach Thailand zu gehen. Taiwan war auch ganz interessant. Also ja, viele interessante Orte zu entdecken. Laut Umfrage von Booking.com wünschen sich viele Reisende 2023 ein neues Abenteuer und wollen ihre Komfortzone verlassen. Inspirationen dafür und vieles mehr kann man sich noch bis Sonntag auf der CMT in Stuttgart holen.